was zusammenkommt, ist, dass es etwas gibt, was unberührt oder natürlich und dann was, was das Gegenteil ist, was künstlich ist, was von uns erfunden ist, das Kino. Und das wächst hier so schön und so organisch zusammen, das ist ein wirklicher Glücksfall, das ist ein unglaublicher Luxus, so, dass es sowas mitten in der Stadt gibt. Der Augartenspitz liegt bei der U2-Station Daborstraße. Josef II. Stellte ihn 1775 der Bevölkerung zur Verfügung. Im letzten Jahr eröffnete hier das MUT, Musiktheater der Wiener Sängerknaben. Viel älter ist das Filmarchiv mit Sommerkino und idyllischem Garten. Ein ganz spezielles Platzerl. Ich finde, dass dieser Platz im Grunde der schönste offene Kinosaal ist, den es gibt. Und zwar ist es so, dass wir jedes Jahr im Sommer hier ein großes Freiluftkino veranstalten mit dem schönen Titel Kino wie noch nie. Und das Schöne daran ist, dass es was wahnsinnig Organisches geblieben ist. 46 Abende Open Air. Das vom Filmarchiv Austria zusammengestellte Programm in Kooperation mit der Viennale bietet Platz für rund 400 Besucher. Oder nur für Hans Hurch. Es kommen auch viele Leute, das muss man dazu sagen, wegen der Gastro her. Heuer im Sommer ist das errichtet worden, das Café, und zwar witzigerweise aus Paletten. Auch das ist die Idee, dass man hier nicht irgendwas Künstliches herstellt von irgendwelchen Designern, sondern dass man etwas möglichst Organisches, Natürliches macht. Genauso natürlich ist das Bio-Angebot der Grünstern Gartenküche. Viele Produkte stammen direkt aus dem Anbau neben dem Filmarchiv. Das liefert Kraft für den anstrengenden Alltag eines Viennale-Direktors. Also jetzt ist zum Beispiel die ganz intensive Vorbereitungsphase. Jetzt mache ich von früh bis spät viele, viele Dinge, die notwendig sind, kurz vor dem Festival. Dann gibt es Zeiten, wo ich hauptsächlich mich aufs Programm konzentriere, wo ich hauptsächlich Filme sehe oder auf Festivals fahre. Aber zum Beispiel auch um Sponsoring oder mit der Politik verhandeln oder Technik, Produktion und so weiter angeht. All das muss stehen, wenn es Ende Oktober 2 Wochen lang heißt. Film ab. Bereits zum 51. Mal findet heuer die Viennale, das bekannteste Filmfestival Österreichs, statt. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und jährlich rund 100.000 Besucher sprechen für sich. Dass die Viennale so erfolgreich ist und so gut funktioniert, hat damit was zu tun, glaube ich, dass wir sozusagen ein Vertrauen aufgebaut haben. Und dass die Leute das Gefühl haben, dass sie von uns nicht betrogen werden. Und ich finde, es ist etwas sehr Wertvolles und mit dem darf man nicht spielen. Mehr als 300 Arbeiten aus aller Welt werden im Gartenbaukino, in der Urania oder im Stadtkino gezeigt. Das versüßt das Warten bis zum nächsten Kinosommer im Augartenspitz.